ganz gewaltig. Ja, wir haben ihn vor Schaden befragt. Und das Wiesel. Oh Mann. Das Schlimmste ist, ich besitze nicht mal welches. Und Sony für mich, du kannst ja Kaya kompensieren. Oh, Kaya kriegt doch sowieso schon alles ab. Kaya ist doch sowieso schon der Prügelknabe. Das ist ein Job. Ja, Tatsache. Aber nee. Oh Gott. Rickemann. Achso, Feldbereich wieder, ne? Ja. So, ich möchte jetzt nicht wissen, wie lange das jetzt hier dauern würde. Nur damit ich nicht fliegen würde. Freue mich, dass du schon 80 Follower hast. Ja. Ja, ist schon cool. So cool. Wie gesagt, also so einfach damit habe ich vor 5 Monaten, wo ich angefangen habe, überhaupt nicht mit gerechnet. Auch nicht, dass ich dann halt schon Affiliate bin. Winona, vielen lieben Dank für dein Follow. Vielen, vielen lieben Dank. Jetzt hast du die 81 gemacht. Danke. So, lustloser Träger. Ja. untersucht doch die Pakete. Ja, komm. Untersuchen wir die Pakete. Komm. Ja, warum nicht? Puh. Vielleicht ist in einem davon der Schokolade drin. Ich glaube zwar nicht, aber. Ne? Nein, kein Limo unter meine Katze. Bist du nur zufrieden? Wie gesagt, ich habe die Pakete nicht angerührt. Ja, ist ja gut. Wir sind ja schon 90, da kann ich auch vollhauen. Ja, stimmt. 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 Ja, die 69 war eine coole Zahl, ja. Nanaki! Vielen lieben Dank für 5 verschenkte Subs. Du bist doch irre. Oh mein Gott. Nanaki, ey, komm, du bist doch irre. Vielen lieben Dank an dein Sub für an Daddel, an Drago und an Venona, an Divi Wonder und Senkopat, oh Gott. Vielen lieben Dank. Da wollte ich mit deiner 69 nicht zerstören. Ja, stimmt. Venona und ich hatten uns damals schon drüber unterhalten, wo ich dann die 69 hatte. Ich wusste auch ganz genau, wieso. Ich wusste es ganz genau. Wir sagen alle kleinen Streamer, dass ich irre bin. Sind nur 5 Subs. Ey, Nanaki. Ich gehöre tatsächlich dazu den Menschen. Ich habe niemals damit gerechnet, dass es überhaupt einen Menschen. Gut, doch, einen Menschen bei mir garantiert, dass es frisch ist. Aber dass es überhaupt einen Menschen gibt, der mich privat nicht kennt. Der überhaupt mal ein Sub da lässt oder sonstiges.
Ey, du glaubst gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Ey. Für mich ist das echt schon was Riesiges. Ich weiß nicht, wie es für andere kleinere Streamer ist, aber für mich ist das schon echt was Besonderes tatsächlich. Auch wenn es, wie gesagt, nur 15 oder wenn es auch nur einer gewesen wäre, das ist so. Es ist unbeschreiblich. Danke. So, wo muss ich hin? Ich bin total fertig. ich muss auch noch anfangen auf einem Minifalkon. Viel ist aber für mich hin, die man lernen muss. Ja, gut. Das ist verständlich. Die Hauptsache, es freut dich. Ja, doch, das tut's. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, du kannst dir das gar nicht vorstellen, wie toll das eigentlich ist. Weil, Periode, 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 Periode. Nee, für mich ist das einfach. Vor allem, weil ich mir halt auch so mega viel Mühe für die Emotes gegeben habe. Weil ich habe mich halt auch so riesig gefreut, als ich dann endlich Emotes machen konnte. Als das endlich frei war, als ich endlich so gesagt bekommen habe. Als ich diese E-Mail gekriegt habe. Du bist Affiliate. Ey. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe damit echt nicht gerechnet. Das kam so aus dem heiteren Himmel. Und ich glaube, das ist jetzt fast 3 Wochen her. Und an dem Abend, wo das halt ja, gekommen ist, wo ich die E-Mail noch gekriegt habe und alles. Das war so ein mega geiler Stream, wo ihr alle dann auch mit dabei wart. Das war so geil. Das ist unbeschreiblich. Und wenn ich dann auch noch gesagt bekomme, dass zum Beispiel auch die Emotes cool sind und so weiter. Wenn ich mir schon Gedanken machen kann über die nächsten, das ist. Musst du uns auch was bieten. Auch wenn es cool endgeht. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich. Ich versuche, dass wir es vielleicht diesen Monat noch schaffen. Ich glaube, spätestens im nächsten Monat schaffen wir es. Spätestens im nächsten. Okay, warte. Da hinten. Ich hätte ja noch nicht mehr gedacht, dass ich diesen Monat überhaupt Stufe 41 erreiche. Warte, muss ich da hoch? Doch, ich muss da hoch, ne? Was Story schauen, ja. Ich würde auch gerne weiterlesen, aber ich weiß, dass ich dann ein Schimpfrohr leide. Wie gesagt, sobald die Sequenzen wieder ankommen, lese ich auch wieder. Aber gerade. Muss ich einmal ganz kurz meine Stimme schonen. Ich will wieder kämpfen. Ich will prügeln. Bin ich falsch? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Bin ich richtig? Ja, ich bin richtig. Geht's nicht mal einen Kaffee machen? Mach das, Daddeln. Mach das. So, warte, wo jetzt hin? Okay, dahin. So. Hier ist mal wieder im Fliegen. Rein theoretisch, wenn man so tief fällt, müsste man sich doch eigentlich die Knochen brechen. So ein Herr der Ringe online lässt sich sofort Fallschaden. Gut, es kommen Frauen begonnen. Ah, okay. Das wieder los. Frag mich, wann die nächste Indie kommt. Hansel, gestehe deine Schuld und bitte Hallon um Vergebung. Ich kann nicht gestehen, was ich nicht getan habe. Ich bin unschuldig. Ich bin kein Heretiker. Die Ehre der Familie Hallenhardt ist unbefleckt. Darüber zu entscheiden, obliegt nicht dir, sondern der Heiligen Inquisition im Namen unserer erhabenen Göttin Hallon. Und als Sprössling einer der 4 großen Ritterfamilien Ishgards weißt du sicherlich,
wie du einen Unschuld beweisen kannst, dadurch den Sprung in den Abgrund. Solltest du tatsächlich unschuldig sein, wird Talon deine unsterbliche Seele erretten. Wenn du jedoch eine ketzerische Diener der Drachen bist und deine Götzen die Flügel verleihen, mit denen du aus dem Abgrund emporfliegst, dann, ja dann. Was ist das für eine Logik, wenn du stirbst, also, ne, wenn du dich fallen lässt und stirbst, ne, dann bist du gut. So, wenn du dich aber irgendwie davor retten kannst, bist du böse. Er springt freiwillig in den Tod, um zu beweisen, dass er, ne? Oh Mann. Haltet es ein. Senkt die Waffen. Ich bitte euch. Wie sieht's los? Logik 0. Jo. Logik gleich 0. Erzinquisitor Gwilaine. Hört mich an. Ritter Hauchpant hat Hinweise auf eine Intrige der Heretiker. Sie haben versucht, Franzl als einen der ihren erscheinen zu lassen, um die Familie Hallenhardt etwas anzuhängen. Ich flehe euch an, wartet mit eurem Urteil, bis ihr gehört habt, was Hauchpfand euch zu sagen hat. Sucht euch mal neue Namen aus. Ha, das Haus Fornhams besitzt also die Unverfrorenheit, sich schützend vor einem Heretiker zu stellen. Wie kann Hauchpfand es wagen, die Methoden der Inquisition in Frage zu stellen? Hat er sein Ehrgefühl gänzlich verloren? Alone allein vermag die Wahrheit und Lüge zu trennen. Ihr allein obliegt es, über uns alle zu richten. Durch die Hände der heiligen Inquisition. Wer sich der Inquisition in den Weg stellt, begeht Frevel an Halon selbst. Die Erzinquisition darf nicht zu Schaden kommen, aber wir müssen seine Wachen aufhalten, bis Hauchpfand eintrifft. Juhu! Metzeln! Warte, das werde ich am Schießen. Sei völlig der Wundarzt. Okay, warte. Ah ja. Ich sehe es. Danke. Kleiner Blöder. Da. Oh. Vergessen, Kaffee zu kaufen. Das reicht für eine Tasse, das ist aber trocken. Ah, scheiße. Das ist wie bei mir mit dem Energy, der jetzt gerade leer gegangen ist. Ich bin auch traurig, dass ich kein Energy mehr habe. Ich muss auf Wasser umsteigen. Na gut, wie gesagt, ich hätte sonst auch noch die Weinflasche, aber... Sie steht zwar hier, aber... Jetzt noch. Jetzt. Have it. Versteht er? Mein Energievorrat habe ich heute aufgefüllt. Ja, bei uns wird er leider erst morgen aufgefüllt. Wir sind noch nicht im Endgame. Der fehlende Kaffee hat sich gerettet. Wundarzt. Na, weg da. Lass mich. Nein. Böse. Ganz böse. Aber bis zum Endgame dauert es ja noch Ewigkeiten. Was macht ihr? Hallo? Das macht mehr Sinn. Ich, oder? Nest. Nest.
Drei Stunden Spielzeit pro Tag, wahrscheinlich einige Wochen bis Monate. Eieieiei. Aber wenigstens nähere ich mich, zumindest reborn. Reborn. Ein bisschen. Auch das dauert zwar noch Ewigkeiten, aber... besser. Ich muss sagen, wie mehr ich da hinkomme. Ja, genau. Ein Reborn. Ich habe damit tatsächlich Schwierigkeiten, das auszusprechen. Fragt mich nicht warum. Aber da bin ich ja zumindest jetzt schon mal bei 37, 38. Ja, ja, ich weiß, das spiele ich gerade, aber ich warte ja darauf, bis ich das durch habe, endlich mal. Dann bin ich ja schon mal zufrieden. Ich weiß gar nicht, was kam danach? Heaven's Sword, glaube ich, oder? War das das, was danach kam? Der ist mein Rosarium, was ich vorhin als Rosmarin bezeichnet habe. Oh Gott. Ich glaube, ich werde das hier bis zu meinem Lebensende nicht durchkriegen. Ich sterbe. Ehrwürdiger Erzinquisitor Guillaume, verzeiht die Unterbrechung. Es steht uns fern, die Heilige Inquisition oder gar den Papst in Frage zu stellen. Es sind einige neue Erkenntnisse ans Licht gekommen, die ich euch zu tragen möchte. Es ist schließlich meine Pflicht als Diener Ishgards, die Inquisition umgehend über alle Aktivitäten der Heretiker in Kenntnis zu setzen. Jetzt hier schon auf dem Hals. Oh Mann. Nun denn, in Hallons Namen sprich, welche Erkenntnisse sind derart wichtig, dass du es wagst, die Befragung zu unterbrechen? Ein Drachenauge Rosarium? Das trug einer der Ritter der Inquisition bei sich? Wie kann das sein? Einer meiner Ritter? Das Zeichen an der Heretiker? Ja, jetzt denk mal scharf drüber nach. Hoch, Van, wie mir scheint, entbehren deine Worte nicht gänzlich einer Grundlage. Ich werde umgehend weitere Nachforschung anstellen. Bis ich der Wahrheit auf die Schliche gekommen bin, was zweifellos nicht lange dauern wird, lasse ich gegen Franzl Nachsicht walten. Du jedoch, Abenteurerin, erinnere dich gut an meine Warnung, die ich im Observatorium angedeihen ließ. Misch dich nicht in die Angelegenheiten von Ishgard ein. Hat einen guten Geschmack, hat sich auch die schöne Katze ausgesucht. Eine Stunde bis zum großen Event, stimmt. Horrorfahrt, Aldaria. Wie kann ich euch jemals danken? Ihr habt mein Leben und meine Ehre gerettet. Ich bin froh, dass du nicht in den Abgrund gesprungen bist, mein Freund. Bei deinem frommen Glauben hätte ich es dir zugetraut. Um die Ehre meiner Familie zu schützen, wäre ich gesprungen, doch ich bin heilfroh, dass es nicht so weit gekommen ist. Ach, das ist kommender Rede wert. Lass uns ins Camp zurückkehren. Ein warmes Feuer wird dir gut tun. Ja, danke für deine Hilfe. Melde dich bei mir, wenn du wieder im Camp bist. Ich möchte mich bei dir erkenntlich zeigen. Ja, und ich kann meine Bestiariumsviecher sammeln. Deswegen springe ich so etwas übertrieben. Ah, das goldene Viech wieder. Oh, das ist toll. In den 3 Jahren habe ich das Bestiarium auch mal voll. Wie viel brauche ich von den Viechern noch? Oh, 2. Laufen hier gerade zufällig welche rum, oder? Ne. Doch, da hinten.
Nee, ist ein schön großer Sprung. Oh, warte, 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 ich brauche noch zwei von diesen Viechern. Warte, 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 warte. Wenn sofort, warte. Weil dann habe ich das eine Bestiariumsviech auch wieder fertig. Das war nicht, wo der letzte davon ist, aber. Hier ist noch einer. Hui, hui. Hui. Greif mich nicht an, greif mich nicht an, greif mich nicht an, greif mich nicht an. Das ist aber ein sehr, sehr seltsamer Schneewolf. Dem möchte ich so nicht begegnen. Nein, nicht Katze. Wo ja auch. Ich glaube nicht, oder? Warte mal. Ah, doch! Tatsache, doch die auch. Katzenohren! Ja. Ja, muss ich aber ganz kurz. Ich brauche unbedingt noch bessere Katzenohren. Unbedingt. Aber erstmal reichen diese hier. Ihr hässlichen Viecher. Ach komm. Das ist doch Mobbing. Das ist Mobbing. Wie viel brauche ich? Ach so, 3 brauche ich noch. Sehen ein bisschen seltsam aus, die Viecher. Nein, 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 nein. Ich werde immer so panisch, wenn dieser Kreis darum erscheint. Die Katzen oben natürlich haben sehr ähnlich gestern in einem Stream gesehen. Ist auch was. Ja, ich fand die richtig cool. Ich habe die in einem Fünferpack waren das, glaube ich. Ich habe noch welche mit Glöckchen tatsächlich. Dann habe ich noch, ich glaube, 2 mit so Glitterdings dran. Glitteröhrchen. Aber die sind halt ohne diesen Stoff drumherum. 2 Reifen haben halt so einen Stoff drum. Das tut dann nicht ganz so weh auf dem Kopf. Diese Metalldinger, die kann ich halt nicht ganz so lange tragen. Zumindest nicht, wenn ich hier das Headset mittrage. Aber ich kann die zwischendurch dann auch immer mal wechseln. Aber ich will auf jeden Fall irgendwann mal noch andere Ohren holen. Die vielleicht auch so ein bisschen flauschig sind oder sowas. Die dann halt noch mehr nach Katze aussehen. Wenn ihr mal in Sicherheit seid, würde ich gerne wohl nur das Tanz sehen wollen. Also, dass man ermöglichen. Ups. Das bleibt, wohl auch noch überlassen. Aber, ich denke, wenn die Lust besteht. Ich selber kann leider nicht. Ich kann nicht tanzen. Also, doch, ich kann tanzen, aber. Bei mir sieht's nicht toll aus. Die Katzenkopfhörer von Razer. Ja, war ich am Überlegen. Erstens habe ich nicht das Geld dafür. Und zweitens bin ich mit meinen Kopfhörern ja gerade zufrieden. Das heißt, irgendwann werde ich die mir bestimmt mal holen, wenn ich Ersatz brauche oder so. Oder mal wechseln möchte. Aber zurzeit ist das leider nicht im Budget drin. Noch nicht. Dafür
gehen dann gewisse Rücklagen wie die Donations und so weiter. Später. Damit ich mir dann halt auch Equipment und so weiter noch holen kann. Ich möchte auch noch ein Standmikro und so weiter haben. Greenscreen ebenfalls. Um das mal zu wechseln und alles. Eine mega Lichtshow. Das stimmt. Ja, ich kann nicht so toll tanzen. Ich hab nicht. Ich hab sowas. Ich kann nicht tanzen. Kann in Wirklichkeit nicht tanzen und ich kann nicht auch nicht das. Bei mir sieht das. So aus. Das ist mein Tanz. Nicht besonders schön. Das da ist cool. Das da ist nicht cool. Das war da. Das ist geil. Das ist echt geil. Warte mal. Kann ich aber von hier hinten. So. Beobachtet werden. Das ist auch schon. Ja, das ist halt der, St der Standardtanz. Leider. Irgendwann. Irgendwann. Ja, Stufe 42. Stufe 42. So, wo jetzt hin? Ach so, okay. Einmal auf die andere Seite. Beziehungsweise einmal hier raus. Hallo, Herr Informant. Sie haben einen ganz tollen Namen. Doch eine andere Lichtscheu im Kampf. Also kleiner. Oh, so wieder rein. Oh Gott. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das gute alte Rein-Raus-Spiel, ne? Ja, es ist sehr hell. Das sieht mega aus. Ich finde sowas auch mega cool. Alles, was glitzert, blinkt, leuchtet, funkelt. Ich lieb's. Gib mir irgendwas, was glitzert und leuchtet und ich möchte es haben. Quatsch. Du nicht. Du. Ich bin nur so eine halbe Elster. Nicht nur du, ich auch. Ich auch. Ach, da lohnt sich ja der Weg endlich mal. Oh, das Schwert ist cool. Das Schwert ist echt mega cool. Ganz Outfit ist geil. Weißt du, und ich habe da so mein hölzernen Bogen. Flatter, 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 flatter. Flatter, 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 flatter. Flatter, 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 flatter.
Ich würde unbedingt mal was gegen mein volles Im. Oh, ich hab hier noch was. Ich bin gerade so ein. Da. Leuchtshow. Das Spiel tatsächlich holen muss der erste Tag und Nacht ganz schön den Acker um aufzuholen. Ich habe schon zu Kaya gesagt, wenn er tatsächlich neu anfängt, werde ich mit einem anderen, also mit einem anderen Beruf, mit einer anderen Jobklasse anfangen. Gut, dann müsste er halt die Hauptquest allein machen. Ich glaube, außer die Innis, bei den Innis kann ich glaube ich helfen. Aber alles andere müsste man halt tatsächlich leider alleine machen. Zumindest die Hauptquest, wie gesagt. Die Gildenquest und so weiter, die kann man dann zusammen machen. Aber wie gesagt, Hauptquest. Ja. Aber er hat halt den Vorteil, er muss sie alles vorlesen. Gut, mache ich jetzt ja auch gerade nicht mehr. Aber das mache ich auch eher, damit ich mich wenigstens noch mit euch unterhalten kann und nicht hier rumkrächze und rumhuste. Deswegen. Ich verabschiede mich. Weitere Trommel. Ich kann nicht Spaß bis zum nächsten Mal. Ja, vielen lieben Dank, dass du da warst, Nanaki. Und vielen lieben Dank auch nochmal für deine geschenkten Subs. Das ist einfach nur Wahnsinn. Und dir auf jeden Fall eine wundervolle Nacht und bis zum nächsten Mal. Nur ein schönes Wochenende natürlich. Ah, das Ganze geglittert. Ach, jetzt ist er so schön bunt. So schön bunt und leuchtend und. Oh Gott, das ist bunt. Ja, das ist bunt, es leuchtet, ich will es haben. Ist schon erste Klasse, dass sich die Entwickler einführen lassen. Damit es eben nicht nur langweilig draufhämmern ist. Sieht einfach toll aus. Ja, das stimmt. Also, wenn ich. Wo muss ich hin? Wenn ich jetzt bedenke. Wie es bei Elder Scrolls Online zum Beispiel ist, wo es halt wirklich einfach nur draufhämmern ist, da denke ich halt auch so, yo, hättet ihr irgendwie ein bisschen mehr einfallen lassen können. Auch wenn ich ESO richtig gern habe, aber es kommt halt einfach nicht an dieses Spiel hier ran. Es ist halt ein himmelweiter Unterschied. Es ist schön, es ist bunt, die Musik ist geil, die Story ist geil, teilweise zwar etwas lang, aber. Das ist geil. Wo muss ich hin? Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blöd. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh Gott, was war das für eine Laute? ESO kenne ich nicht. Elder Scrolls Online. Ich glaube, da hattest du. Warst du Montag dabei? Doch, ich glaube, Montag warst du dabei. Ja, die Musik ist mega. Hi, Dufte! Schön, dass du reinschaust! Auch wenn du nur im Blurk bist. Aber schön, dass du da bist. Tabor im Gebäude. Wer stellt denn bitte eine Treppe direkt neben die Tür? Online sagt man nichts. es gibt auch ein Online-Spiel von Elder Scrolls. Das war das, was ich Montag gespielt habe. Auf den ersten Blick siehst du kerngesund aus. Ja, das sagst du. Weil theoretisch bin ich wahrscheinlich ernsthaft krank. Vor allem, wenn ich bedenke, dass es schon wieder 2.16 Uhr ist und ich eigentlich schon längst im Bett sein wollte und das aber trotzdem nicht kann, weil es einfach so. Mir Spaß machen. Ich will nicht aufhören. Wenn spielt am Sonntag, die für Boss in dem Spiel Lieder macht. Sehr cool. Jetzt, Sonntag habe ich ja zum Glück ein bisschen mehr Zeit. Ich weiß so, dass ich morgen sterben werde. Wenn ich morgen früh aufstehen muss. Ich weiß es. Trotzdem sitze ich hier.
muss ich hoch oder muss ich runter? Ich weiß es nicht. Was ist erzählt? Ja, wie gesagt, es gibt auch. Nee, das Quiz ist ein komisches F14. Also, wie gesagt, Elder Scrolls Online ist auch echt cool. Aber das Kampfsystem ist mager. Also, für ein MMO ist das echt mager. Die Story ist cool, Welt ist cool. Level und Skill-Design und Art ist scheiße. Du willst an der steinernen Wacht nach einem Luftschiff suchen? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Ja. Teilweise. Seid gegrüßt. Wir sind Gesandte des Bundes der Morgenröte und erweisen euch unseren untertänigsten Aufwartung. Wir suchen nach dem Luftschiff, um gegen den Primarch Garuda vorgehen zu können. Bei dem Luftschiff handelt es sich um die Enterprise, die rechtmäßig Sid Garland gehört. Er begleitet uns, um sein Eigentum wieder in Besitz zu nehmen, woran Ishgard kaum Anschluss nehmen kann. Ich kann jetzt den Ventilator ausmachen. Sid Garland, du lebst, aber du wurdest für tot erklärt. Ja, das wurde Geralt heute in Butcher auch. Glaubst du diesem Hochstapler an kein Wort? Danke, Daddle. Wieso? Ja, was denn? Wieso gibt es? Das war fies und gemein, das weißt du, oder? Sie versuchen, dich einzuwickeln und für ihren zweifellos anrüchigen Plänen einzuspannen. Wir dürfen ihnen kein Vertrauen schenken. Was ich auch besonders toll finde, ist, dass die Klassen alle super gebalanced sind. Jede Klasse kann ihren Content schaffen. Nicht so viel Schwankungen und Schaden unter den Rollen. Ja, das kann ich tatsächlich noch nicht beurteilen, aber ich freue mich darauf, es selber feststellen zu dürfen. Ich weiß nur noch nicht, welche Klasse ich hier noch machen will. Welche ich ausprobieren möchte. ESO gibt es nicht. Doch, Daddle, es gibt ESO. Und ESO ist auch eigentlich ein echt gutes Spiel. Wie gesagt, der einzige Manko liegt halt wirklich im Skill-Design, Kampfsystem. Wobei selbst das Kampfsystem geht, aber das Skill ist halt scheiße. Welche du ausprobieren solltest. Ja. welche ich sollte und welche ich möchte. Ich kann mich da noch nicht ganz entscheiden. Ich möchte ja alle irgendwie mal ausprobieren, aber... Ja. Mal gucken. Es ist doch höchst merkwürdig, dass der lange verschuldene Sid Garland so plötzlich aus der Versenkung tritt. Und das ausgerechnet jetzt in der entscheidenden Phase der Rückeroberung der steinernen Wacht. Schmeiß dich jetzt rum mit ihrer... Hey. Und was den Bund der Morgenröte anbelangt, so haben wir erfahren, dass er von galeischen Truppen ausgelöscht wurde. Vielleicht ist es da, sich als Gesandte des Bündnisses auszugeben. Die anderen leichtgläubigen Häuser mögen diesen Betrügern aufgesessen sein. Das Haus Durandair muss stark sein und Vernunft walten lassen. Ich weiß nicht, was die Halunken wirklich an den Steinen Wacht suchen. Doch ich bin davon überzeugt, dass wir sie nicht passieren lassen sollten. Hab Dank für deinen Rat, Inquisitor. Wie mir scheint, stand ich kurz davor, einen schrecklichen Fehler zu begehen, denn ich war geneigt, die Geschichte der Fremden zu glauben. Doch nun steht mein Entschluss, ihr drei werdet die steinerne Wacht unter keinen Umständen betreten, bevor wir die Festung nicht zurückerobert haben. Das war doch klar. So lange können wir nicht warten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Garuda zu voller Stärke findet. Wir müssen einen Weg finden, wie wir Rolamons Vertrauen gewinnen können. Vielleicht sind seine Untergebenen aufgeschlossener als er. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Muss ich runter oder muss ich hoch? Ich befürchte, dass ich hoch musste. Unten? Echt? Ah! Ja gut. Von da aus konnte ich es wirklich nicht sehen. Okay. Oh, Essen. Ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Ich bin aber nicht sicher, ob ich Lust habe auf Raptoren-Gulasch. Ja, ja, ja. Mir gern gefallen. Danke. Wer verlässt den verwirrt durch die Gegend? Ja, so ist es. Warte, wo? Warte, wir haben es gleich. Ja. Aber da lief irre sowieso immer verwirrt hin und her. Den besonderen Gegenstand einsetzen. Sehr schön. Oder? So. Ja, toll. Das sieht nicht widerlich aus. So, oder? Ja, ja, ja. Aua. Nein. Nein. Schon macht mich nicht fertig. Echt? Wieso? Ich nehme doch nicht die dicke Katze als Köder. Die hat Luna mir geschenkt. Nein. Einfach nur nein. Ich habe die fette Katze voller Stolz bei mir. Dachchen. Ja, bitte. Gönn dir. Du erwähnst den Anstand und springt sich selbst. Ja, die Arme. Hat sie selbst gesprengt. Zweimal hintereinander. Also die schwingen sich da jetzt ihr Essen rein. So ist oben. Ja. Es war auch witzig. Es war auch witzig. Vor allem, weil sie das nur für dich gemacht hat.
Stimmt, ich glaube, ich muss gleich nochmal pinkeln. Ich glaube, das große Problem darin besteht eher, dass ich es wahrscheinlich sowieso nicht länger als 3 mache. Leider. Jetzt mittendrin kaputt. Stimmt. Hat sich dann einfach mal selbst in die Luft gesprengt. Und oh, das Festival. Ja, stimmt. Treppe, 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 Treppe. Bin ich hier richtig? Bin ich hier falsch? Ich bin hier falsch. Ich muss auf den in dem anderen Raum. Gott. Leute, macht doch wenigstens mal einmal einen Ort, wo ich auch automatisch hinfinde. Pass auf, wieder falsch. Verwirrt. Restlos. Pass auf, dreimal dran vorbeigelaufen. Für 50 gibt es besondere Race. Kleine Aktion läuft. Kannst du durch ein paar Mounts holen. Für Stufe 50 dauert es leider noch. Leider, leider. Für Festival und so die ganzen Werfen. Wie geil wäre das denn? Nein. Haben wir bereits 2 davon. Sehr cool. Ja, bis Level 50 ist noch ein weiter Weg. Wobei ich es wahrscheinlich noch nicht mehr komplett bis 3 schaffe. Springt doch an die Katze. Ah, der Wolf ist cool. Ich liebe Wölfe. Ja! Ja! Wäre ich doch schon für 50. Sehr schön. Es gibt hier schon Schiller. Digitalen Fanfestivals. Achso, ja. Deswegen geht noch eine kleine Weile. Das ist gut. Ich hoffe, ich schaff's bis dahin. Ich bin sie wirklich süß. Das stimmt. Jetzt sind sie. Diese Schildschild, das wollen mich leider angreifen. Geben. Natürlich, jetzt kommt auch noch eine Szene. Sehr schön.
Was für ein faszinierendes Gerät. Das soll ein Destillierapparat sein? Er sieht so seltsam aus. Bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Maschine funktionieren soll, aber sie sieht sehr beeindruckend aus. Am Anfang habe ich sie mit Eichhörnchen verwechselt. Okay, Eichhörnchen sind ja wohl die süßesten Tiere überhaupt. Ja, Eichhörnchen sind auch süß. Weil ich bin halt wirklich kompletter Katzenfan. Gibt nichts Süßeres als meine Katzen. Die wahrscheinlich schon sehnsüchtig auf mich im Bett warten. Wenn dieser Apparat tatsächlich so effektiv ist, wie unser Gast behauptet, würde unsere Arbeit stark vereinfachen. Denkt nun an die Medikamente, die wir damit herstellen können und an die Leben, die wir damit retten werden. Ja, wohl wahr. Hütet euch vor der Verlockung dieser Fremden, denn sie sprechen mit gespaltener Zunge. Ah, ja, ja. Und da kommt er wieder. Sie wollen euch in Versuchung führen, um euer Vertrauen zu erschleichen. Doch bedenkt, dass sie sich gegen die Inquisition gestellt und einen mutmaßlichen Heretiker verteidigt haben. Wirklich? Hallo und sei Dank, Inquisitor, dass ihr gerade noch rechtzeitig erschienen seid, um uns zu warnen. Wir standen kurz davor, uns von diesen Ungläubigen einwickeln zu lassen. Setzen ist bei mir gleich auf Platz 2. Dann kommt Füchse. Oh, Füchse sind auch toll. Es gibt so viele tolle Tiere. Warum ist er bloß so versessen darauf, in den Weg zu legen? Was haben wir ihm getan? War es so schlimm, dass wir Ritter Franzi verteidigt haben? Dir den nächsten Song vom Lehrer holen. Sorge dafür, dass deine Angriffsgeschwindigkeit erhöht wird und die Gruppenmitglieder einen erhöhten kritischen Trefferwert haben. Gut, dass du das sagst. Das hätte ich wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ich fürchte, wir haben uns einen mächtigen Feind gemacht. Wobei ich glaube, das würde ich beim nächsten Mal machen. Ich glaube, bis 3 schaffe ich es tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, ich werde das tatsächlich so hier so ein bisschen aufhören. mit anderen Worten, Taxi. Ja. Wobei. Nee, heute glaube ich nicht mehr, oder? Ich weiß gar nicht, wo ist nochmal mein. Mein Lehrer. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Oder nicht hier irgendwo? Och ja. Dieser Moment, wenn man nicht mehr weiß, wo das war. Schmeiß es. Ey, wieso immer ich? Weiß man nicht mehr, wo das war. Werde ich beim nächsten Mal gucken. Vor allem mein Magenproblem fängt jetzt auch gerade wieder an. Deswegen. Ich glaube, das ist ein guter Punkt aufzuhören, oder? Ja. Oder warte mal. Okay, warte, Südwald. Ah, okay. Ah, okay. Jetzt weiß ich wieder wo. Okay, ich weiß wo. Gut, dann warte mal, wir reisen einmal. Okay. Warte mal einmal ganz kurz. Weiter geht's. Na gut, nur bis da vorne hin noch einmal. Aber danach ist auch. Halt! Warum? Jetzt. Ich werde das Ding nur einmal kurz annehmen. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Wenn nicht, dass ich gleich mit Bauchschmerzen wieder ins Bettchen gehe. Ah, stimmt. Hymne der Krieger, okay. Und wie mag ich den Charakter? Jetzt passt die Schlinge. Okay. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Taxi-Sein. für mich ist nur heute erstmal wirklich, wirklich Feierabend. Vielleicht spiele ich nachher wirklich noch weiter. Aber vielen lieben Dank, dass du so lange ausgehalten hast.
mich hin und her gefahren hast. Begleitet. Für mich ist aber heute erstmal Jense. Jetzt hoffe ich nur noch, dass das aber ja sich schließt.